Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur. Im Moment können wir die schönen Stunden in der Sonne leider an einer Hand abzählen. Der Sommer 2021 gefühlt zu kalt und zu nass. Ob Blumen, Getreide oder Gemüse, viele Felder stehen unter Wasser. Und das stellt die Landwirte in München und im Umland vor große Probleme bei der Ernte. Ja, wir müssen die Ware fast vom Acker stehlen, weil einfach es regnet jeden Tag. Ja. Wenn es jetzt da zwei Tage nicht regnen würde, dann könnte man wieder ganz normal fahren, aber es ist nicht der Fall. Ja, und wo schon mal Wasser steht, da geht es halt nicht mehr weg. Und da müssen wir jetzt so richtig kämpfen, dass wir die Ware regeln. Franz Soller schaut sorgenvoll in den grauen Himmel, aus dem es immer wieder schüttet. Denn das Getreide, das Gemüse, alles muss bald geerntet werden, sonst leidet die Qualität. Wir haben nur Gerste weggebracht, dann kommen die Niederschläge. Und jetzt, wenn es nächste Woche schön wird, dann geht es noch mal halbwegs gut. Aber wenn es da wieder dann alle zwei Tage regnet, da braucht es ja zwei, drei Tage, bis es abtrocknet. Und wenn es da wieder so weiter wird, dann ist auch, also nächste Woche wäre die Chance. Sonst ist leider die Qualität, keine Backqualität mehr, nichts mehr. Dann ist alles Futtergetreide. Ja. Laut Franz Soller ist allein im Moosgebiet rund um München schon mindestens ein Viertel der Ernte abgesoffen.